Hier sind Schneehaufen, die wir nicht wegkriegen. Okay. Hi. Das ist aber nicht nett, dass du Schilder klaust. Deswegen klauen wir dir die Mondszene. Oder muss ich die in Feuer stecken? Die sehen halt so aus, als ob sie gut brennen könnten. Yay, sind alle tot. Ist das was, wo man reinspringen kann? Ne, das ist etwas, wo ich runterrutsche. Okay. Wer wohnt hier? Brr. Sieh nur, Feuer, Feuer. Schätze, wir werden wohl doch nicht erfrieren. Oh. Hi. Wir kommen im Frieden. Was ist dein Problem, Ami? Ich darf doch wohl wegen dem Feuer noch etwas entspannen, oder? Ah. Du? Ach, jetzt macht es nicht so melodramatisch. Hast du das gesehen, Ami? Ich spreche nicht von dieser dummen Maske. Ich meine sein Schwert. Das ist ein wirkliches Meisterwerk. Nebenbei Schwert. Wir haben keinen Goldstoff mehr, also können wir das Schwert da leider nicht gerade nicht verbessern. Aber ich würde es trotzdem gerne mal ausprobieren. Deswegen machen wir das mal so rum. Und gucken mal, wo der Typ hinflieht. Nirgendwo hin. Sieht so aus, als ob er es ernst meinen würde. Okay, meine Göttlichkeit ist, glaube ich, weg. Also soll ich jetzt auf... Wow. Das ist mies. Au, er friert mich ein. Weißt du was? Ich steck dich im Brand. Au, 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 au. Au, okay. Ich muss dringend aus dem Eis rauskommen und mich heilen.
Gong, 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 Gong. Schon wieder. Au, 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 au. Jetzt hat er mich schon wieder eingefroren. Okay. Da brauche ich mehr Abstand. Und noch einen Knochen. Das hat so oft getroffen. Oh. Er hat sich in eine böse Terrasse verwandelt. Oh, jetzt hat er Doppelgänger. Das ist nicht so schön. Also ich kann sie schnell töten und krieg sogar noch Gesundheit dadurch. Ah ja, ich kann sein... seine Aufladung blocken. Wow, aber das kann ich nicht blocken. So, erstmal seinen Doppelgänger loswerden. Also der ist schon recht stark, der Typ. Weißt du was? Spür mein Feuer. So, seine Kopien sind weg. So, wollte schon sagen, wie lange willst du mir noch auf die Nerven gehen, aber du bist tot. Nicht schlecht, Weißer. Aha. Ich bin Oki-Krieger des Euner-Stamm. Euner Krieger, okay.
Du bist offensichtlich nicht von unserem Stamm. Und ich kann auch sehen, dass du kein normaler Wolf bist. Unter welchem Namen kennt man dich? Das hier ist Amaterasu, die Retterin von Nippon. Aber nun genug davon. Warum musstest du uns angreifen? Und was machst du überhaupt mit diesem Schwert? Oh, ich sehe, dass du einen Kurokokel bei dir hast. Ein was? Warte, bist du das, Isun? Ich habe dich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Muss nett sein, auf dem Rücken eines Wolfes durch Nippon zu streifen, was? Ich habe gehört, du hättest keine Lust mehr zu malen. Deshalb bist du vor ungefähr einem Jahr abgehauen. Warum bist du zurückgekommen? Hast du es dir anders überlegt? Warum du? Ich weiß nicht, wer ihr beiden glaubt zu sein, aber ihr seid nicht wie die legendäre Shiranui und der Däumlingskrieger, was? Pa. Halt doch die Klappe, okay? Warum erzählst du uns nicht erstmal, warum du das Schwert hast? Dieses Schwert? Ich habe dieses Schwert, weil die Zeit gekommen ist, es zu führen. Was? Wie du ja weißt, ist Kamui ein raues Land, das von Schnee und Eis bedeckt ist. Und diesen Monster, die dieses Land plagen, machen uns das Leben noch schwerer. Bis jetzt haben wir, der Euna-Stamm es geschafft zu überleben. Das liegt daran, dass die heiligen Itsufuji-Gipfel über uns wachen. Aber unser Hüter und Beschützer, unser heiligen Gipfel, sind von diesen Dämonen übernommen worden. Ja, ich spreche von den Zwillingsdämonen. Nechku und Nechku, aha. Sie waren von den Zwillingsgipfeln des Itsufuji gefangen gehalten worden. Aber sie sind plötzlich eines Tages ausgebrochen und begannen ihren tödlichen Angriff auf das Land von Kamui. Die Schneestürme sind viel schlimmer geworden und verwandeln Kamui in eine eisige Einöde. Diese Dämonen sind wieder da? Viele von unserem Stamm wurden durch ihren unerbitterlichen Angriffe getötet. Es schien, als ob sie unser Land auf der Suche nach etwas durchstreiften, aber sie haben unbarmherzig alle Euna abgeschlachtet, die ihnen über den Weg liefen. Die gute Erde verliert ihre Macht und ihre Seele. Ohne diese Geschenke der Götter wird Kamui unbewohnbar werden. Ich muss diese bösartigen Dämonen vernichten, bevor es zu spät ist. Was ist mit den Dorfbewohnern? Sie werden wohl gegen die Kälte kämpfen, die vom Itsufuji weht. Schließlich liegt unser Dorf am Fuß der Berge. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Kamui ein eisiges Grab geworden ist. Ein eisiges Grab? Was machst du dann hier draußen mit dem Wächterschwert? Warum hast du es aus dem Dorf weggebracht? Hab ich nicht gesagt, dass die Zeit gekommen ist, es zu benutzen? Du hast doch von der Prophezeiung der Erlösung gehört, oder? Die Wand aus Eis soll zerschmettert werden und den Weg in den Himmel freigeben, wenn Kutun das Wächterschwert silbern strahlt. Das bedeutet, wenn dieses Schwert silbern glänzt, dann wird die Rettung des Dorfes vor dem fürchterlichen Schneesturm ein Kinderspiel. Das Schwert hat angefangen zu glänzen. Nein, oder? Ja, aber Kutun wird nicht erwachen, bevor es nicht mehr Monsterblut vergossen hat. Deshalb werde ich damit fortfahren, die Gemeinbestien zu erschlagen, wo immer sie auch stecken mögen. Ist Kutun aus dem Weg zum Sieg erleuchtet? Jo, Zeit habe ich einen kleinen Setzling und Schaden ist vergammelt. Yay. Oh Mann.
Es scheint, dass der Schneesturm ein bisschen nachgelassen hat. Ich weiß nicht, wann die Dämonen den nächsten fürchterlichen Schneesturm starten werden. Aber jetzt habt ihr eine gute Chance, um ins Dorf zu fliehen. Warte einen Moment, okay? Ich kann es nicht glauben, dass der Häuptling dir erlaubt hat, das Schwert zu nehmen. Ich meine, er hat mir mal den Hintern versucht, nur weil ich das verdammte Ding angefasst habe. Ich habe dir doch gesagt, die Zeit des zu führen ist gekommen. Die Wand aus Eis soll zerschmettert werden und den Weg in den Himmel freigeben. Wenn kurz um das Wächterschwert silbern strahlt. Das bedeutet, wenn dieses Schwert silbern glänzt, dann wird die Rettung des Dorfes vor dem fürchterlichen Schneesturm ein Kinderspiel. Aber Kurtur wird nicht erwachen, bevor es nicht mehr Monsterblut verkosten hat. Deshalb werde ich damit fortfahren, die Gemeinbesten zu erschlagen, wo immer sie auch stecken mögen. Bis Kurtur uns den Weg zum Sieg erleuchtet. Mhm. Oh, eine verfluchte Zone. Die hatten wir schon lange nicht mehr, ja. Jo. Ach, hat's dich jetzt hierhin verschlagen, Kumpel? Brennende Feuerwerkskörper klingen eigentlich nicht so gut, wenn die hier so rumliegen. Und es ist alles voller Pfeile hier. Ach, du bist es, Hündlein. Hey, bist du nicht... Ich wusste es, du bist dieser Meisterbogenschütze, der Apfeltyp. Was machst du hier draußen in diesem fiesen Schneesturm? Nun weißt du, ich habe etwas begriffen, seitdem ich zu meiner Reise aufgebrochen bin. Es ist mein Bogen, er scheint Unglück zu bringen. Also habe ich mich entschieden, weit weg irgendwo zu gehen, wo ich keine Probleme verursachen kann. Und wie du siehst, bin ich hier im hohen Norden gelandet, aber wollen wir nicht eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? Bist du sicher, dass du in dem Schneesturm klarkommen wirst? Hey, du sprichst mit Yoichi, mein kleiner Freund. Der mysteriöse Pfad der Bogenschütze ist immer den Elementen ausgeliefert. Wir konzentrieren uns auf unsere Taten, die unser Leben definieren. Wenn ich schieße, dann kümmere ich mich nicht darum, welche Temperatur wir gerade haben. Hm, ohne Frage war das jetzt gerade ein bisschen zu hoch für dich, aber wollen wir nicht eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? So, geben wir dem Pfeil mal einen Blitz. Was zur... Jetzt verursachen meine Pfeile Donner? Das kann kein Zufall sein. Und es scheint auch kein Fluch zu sein. Das muss Schicksal sein. Das muss ein Zeichen der Götter sein. Es ist mein Schicksal, mit meinem Feind zu leben und zu sterben. Die ganze Zeit über habe ich immer gesagt, dass ich große Taten verbringen wollte. Ich bin eigentlich nur gereist, damit ich ein leichtes Leben führen konnte. Jetzt verstehe ich so etwas wie einen leichten Weg gibt es nicht. Nicht, wenn man sich der Meisterung einer Säule verschrieben hat. Die Götter haben mir meinen wahren Weg gezeigt. Der Weg des Bogenschießens. Was wirst du jetzt tun? Die Zeit ist für mich gekommen, damit aufzuhören, so erbärmlich zu sein. Meine wahre Reise beginnt hier und jetzt. Wir müssen irgendeine Art seltsame Verbindung zwischen uns haben. Und wenn ihr mit dabei seid, dann zeigen sich die Hand der Götter. Ich werde euch beide niemals vergessen. Wenn wir uns jemals wiedersehen sollten, dann lasst uns ein Pfeife zusammen essen. Nehmt wohl, meine Freunde. Ja, danke für die Äpfel. Dafür TÜV ist gegangen. Junge, der stand aber unter Dampf. Sogar noch mehr als für gewöhnlich. Vielleicht hat er seinen Grund zu leben gefunden. Wenn das doch alle von uns tun könnten. So, wir haben den Wächter-Sprössling wieder aufgedeckt. Zum Dojo. Ja, zum Dojo kommen wir nicht. Weil hier alles ziemlich ramponiert ist. Aber das können wir ja zum Glück ändern. Hey, Bären und Kraniche. Zur Abwechslung mal neue Tiere auf für die Liste. Und ja, wir haben die verfluchte Zone entflucht. Hey, Schafe gibt's ja auch.